Wir racken ein weiteres Mal auf den Weltrekord von TOTK, aber natürlich auf einen anderen Weltrekord. Und zwar liegt er inzwischen bei 40 Minuten 57. Ihr wisst schon, 40 Minuten 57. Ich glaube, damals, als ich darauf reagiert habe, war das noch deutlich länger und es wurden inzwischen einige Tricks gefunden, um das nochmal ein bisschen zu verkürzen, den Prozess. Es könnte echt spannend werden. Natürlich wieder von Player 5, wem auch sonst, der Einzige, der gefühlt den Weltrekord aufstellt. Ist jetzt 11 Tage alt, wurde nochmal von ihm selbst übertroffen. Davor war es auch wieder er. Wir fangen einfach direkt an. Ja, bis Russisch. Okay, alles klar. Könnte ich den Anfang natürlich wieder skippen, weil da passiert nicht so viel Spannendes. Okay, wann geht's Gameplay los? Hier geht's Gameplay los, alles klar. Man fängt direkt an zu sprinten mit drei vollen Ausdauerrädern und WTF, Alter. Digga, wie schnell er das macht, ne? Das weiß man ja inzwischen schon. Das weiß man ja inzwischen schon, dass das geht. Aber warum hat er das gerade gemacht? Ich glaube, das ging damals auch schon. Ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob das damals möglich war. Aber Junge, ist das krank. Überleg mal, er ist einfach noch nicht mal eine Minute im Spiel gewesen. So mit Intro-Sequenz und hat direkt den Glitch ausgenutzt. Das ist so verrückt einfach. Ah, Junge. Da musst du quasi auf der Decke rumlaufen. Das kenne ich inzwischen schon. Ich weiß nicht, ob es damals im Weltrekord auch schon enthalten war. Auf jeden Fall geht es schon ziemlich lang eigentlich so, soweit ich weiß. Jetzt läuft er darüber logischerweise, wo die Cutscene getriggert wird. Es gibt damit das komplette Intro, was minutenlang gehen würde. Jetzt genau. Hier wird die Cutscene quasi getriggert. Easy. Und jetzt kommt erstmal eine lange, lange Cutscene. Das kennen wir alle. Das geht echt ziemlich, ziemlich lang. Es ist super nervig. La 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 la. So. Da kriegt das Master Schwert. Und anscheinend spielt er echt auf Russisch. Er spielt anscheinend echt auf Russisch. Oder irgendwas, was in die Richtung geht, auf jeden Fall. Ich denke, es ist Russisch. Das ist interessant, weil damals wurde es auf Japanisch gespielt. Oder auf Chinesisch. Ich glaube, auf Chinesisch, um es am schnellsten durchzuspielen. Aber anscheinend ist Russisch jetzt schneller. Okay. Jetzt kommt wieder. Der Trick ist auch ultra eklig. Ich glaube, das ist einer der schwersten Tricks im ganzen Spiel. So, dieses nach hinten. Digga, wie einfach? Das ist so. Ich meine, das ist so krank einfach. Oh, das ist so krank, ne? Das ist halt auch das Harte. So, er ist jetzt 6 Minuten im Run und deswegen ist auch die TOTK-Speedrun-Szene ein bisschen gebumst, wenn wir ehrlich sind. Das ist einer der schwersten Tricks, soweit ich weiß. Oder er ist sehr präzise auf jeden Fall. Und es ist halt super frustrierend, wenn einer der schwersten Tricks erst nach 6 Minuten warten kommt, im Prinzip so. Und wenn du es verkackst, darfst du direkt wieder alles von vorne machen. Das ist halt schon echt nervig irgendwie. Okay, das kennt man ja auch alle. Warte mal. Gibt's ein neues Whistle Sprinting? Aber ich habe gar nicht darauf geachtet. Es gibt ein neues Whistle Sprinting. Lol. Aber es ist nicht so effektiv auf jeden Fall. Also es ist nicht so effektiv, wie es damals war in BOTW. Obwohl die ganze Stamina, ne, wie die Ausdauer genau berechnet ist. Aber anscheinend gibt es ein neues Whistle Sprinting, was man nicht kennt. Oder was man jetzt doch irgendwie entdeckt hat. Das wusste ich nicht. Ich dachte nicht, dass man sowas rausgekriegt hat. Sword Sprinting. Lol. Gibt's schon immer. Ich hab das noch nicht gekannt. Ich hab's echt noch nicht gekannt. Hier holt er sich die 3 Gleiter ab, kennt man natürlich auch. Er spielt auch auf Version 1.0.0, was bedeutet, dass er das Ganze wieder juppen wird, natürlich. Mhm. Bruder. Ja. Wie kriegt er das so schnell hin? Hat ich's gerade gesehen? Er hat jetzt schon, Moment. Mhm. Er hat jetzt schon 12 Gleiter. Ja. Jetzt hat er nochmal irgendwie 22 oder sowas. Ich glaube, er hat jetzt 22 Gleiter. Junge, WTF. Okay, dann, Digga, wie knapp das war. Der ist fast gestorben dabei, ne? Habt ihr es gesehen? Guckt euch das mal an. Und damit wird die Intro-Sequenz getriggert. Kennen wir natürlich auch alles. Ganz classic. Easy. So, einen direkten Gleiter. Digga, verarsch mich nicht. Okay, nimmt direkt nochmal Schaden. Junge, das ist so krank. Ich weiß nicht, ob das damals schon im Run so war, aber das ist ja so abgefuckt einfach. Wie kommt man auf sowas? Warum dieses Risiko mal einzugehen für so ein paar Sekunden gefühlt? Das kenne ich. Das kenne ich aber auch. Das ist auch super interessant, glaube ich. Er steht extra nicht auf dem Boden. Falls ihr es nicht gesehen habt, er steht extra nicht auf dem Boden, weil es würde was Eigenes triggern quasi. Das würde, glaube ich, die Textbox triggern, dass er auf der vergessenen Himmelsinsel ist. Und das darf er, glaube ich, nicht machen. Ich meine wegen dem Reset-Point, aber ich bin nicht ganz sicher. Sieht aber irgendwie seltsam aus, wie er läuft. Alles hieran ist seltsam. Alles hieran ist seltsam. Damals ist er gelaufen dahin. Okay, krass, krass, Alter. Okay, das ist purer Pet, natürlich auch wieder alles ganz normal. Klar, wir können den Kanal abonnieren, kennen wir alles schon. So, aber jetzt wird's interessant, passt auf. Er steht immer noch auf dem Gleiter, hat also den Boden immer noch nicht berührt. Und ich weiß nicht genau, was jetzt passieren wird, aber ich weiß, dass da irgendwas gemacht wurde, was anscheinend für Runs ganz interessant sein soll. Na, er zieht noch eine Gleiter, stellt sich da drüben drauf. Ja, ja, genau. Digga, wie hat er das gemacht? Wie kriegt er das überhaupt hin? Wie hat er das gerade hingekriegt, dass die Kamera, dass er quasi im Anvisiermodus ist, aber die Kamera sich nicht dreht? Das ist so, irgendwie dieses Movement ist so präzise, es ist so sexy einfach, ne? Das ist so sexy. Alter. Aber wie gesagt, es hat einen Grund, dass er die Himmelsinsel noch nicht berührt hat. Das muss er so machen. Wir werden auch gleich sehen, warum wahrscheinlich. Okay, gleitet halt direkt rüber, was halt ultra entspannt ist einfach. Digga.
Die Musik so turbo entspannt einfach. Eieiei. Wie er dabei auch noch redet. Digga, er macht den ganzen Tag nichts anderes. Dieser Dude macht den ganzen Tag. Allein das, ne? Alleine die ganze Zeit, guck mal, er bewegt sich auch ein bisschen. Er bewegt sich andauernd ein bisschen hin und her, um es quasi auszurichten. Um am Ende so präzise zu fliegen, dass er genau in ihm drin landet und das Schild aufsammeln kann in der ersten Sekunde. Wie krass einfach. Und er macht das bei jedem Run so. Jedes Mal, wenn er seinen Weltrekord verbessern möchte, muss er genau das machen. Ja, er macht die ganze Zeit die Points hier. Lol. 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 Er berührt immer noch nicht den Boden. Er hat immer noch nicht den Boden berührt. Aber warum? Boah, was hat er gerade gemacht? Nein, nein, das war nicht aus Versehen. Okay, das war, glaube ich, einfach, um das abzukürzen. Consistency, man. Lass mich raten. Oh mein Gott, Moment, lass mich raten. Er ist gerade ins Ausgesprungen, um zu respawnen. Aber, pass auf, ich versuch's zu erklären, ohne dass ich es gesehen habe. Ich denke mal, dass er jetzt an einem Punkt respawnen wird, wo er als letztes auf dem Boden gestanden hat. Und das hat er die ganze Zeit nicht. Er war die ganze Zeit nur auf Gleitern. Deswegen denke ich mal, er landet wieder ganz oben bei der Startinsel. Ergibt das Sinn? Consistency, man. Es müsste, crazy. Oder? Heißt, der Schrein ist jetzt aktiv? Wenn er wieder ganz oben ist, wo er damals gestartet ist, deswegen lädt es auch so lange. Ja, oh mein Gott, Alter. Nee, er kürzt nur ab. Er geht nicht zum Stasis-Schrein. Man kann den Stasis-Schrein anscheinend nicht früher machen. So, oder den Zeitumkehr-Schrein meine ich natürlich, sorry. Zeitumkehr und Stasis ist eh das gleiche. Schlauer Schniel. Ja, ich hab's verstanden. Ey, ist das verrückt. Ja, okay, ist ein ganz entspannter Fall-Damage-Cancel natürlich, ne? Das war sexy. Das Runterrennen ist sexy auf jeden Fall. Wer findet das raus, Junge? Wer findet das raus? Er lässt es so einfach aussehen, ne? Er lässt es so einfach aussehen. Warum ist er so spät in Dive gegangen? Hätte er es nicht früher machen können? Wahrscheinlich nicht, ne? Er lässt es so einfach aussehen. Alter, das ist so pornös wirklich, ne? Okay, zack, erster Schrein als Stasis-Schrein. Als Stasis, mein Gott. Erster Schrein natürlich der Cryo-Schrein. Ich meine natürlich der Deckensprung-Schrein. Hahaha. Ist das der GSI-Skip? Nein, 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 GSI-Skip darfst du nicht machen. Der GSI-Skip ist viel zu kompliziert. Braucht ein viel längeres Setup, lohnt sich nicht mal für den Weltrekord. Okay, er macht natürlich auch wieder hier kurzen Prozess. Ich glaube, da wird tatsächlich gar nichts abgekürzt. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Einfach die kurzeste Ecke nehmen. Okay, wer hätte gedacht? Oh boy. Er besiegt den echt? Das wundert mich gerade fast ein bisschen. Dass er ihn wirklich besiegt. Okay, ja, Holzpfeil, bla bla bla. Okay, das ist schlau. Das ist schlau, mit einem Spin-Attack ist man ein bisschen schneller. Aber dass er ihn besiegt, wundert mich ein bisschen. GSI-Skip ist nicht erlaubt, weil du dafür eine Save-File brauchst, die das Spiel schon durchgespielt hat. Du darfst also nicht von Grund auf anfangen. Du brauchst halt schon Voraussetzungen dafür. Er braucht den Bogen. Aber krass, dass er gerade den Bogen nimmt, ne? Okay, ja, nichts Besonderes, ne? Also, da kann man, glaube ich, nicht viel Zeit sparen, tatsächlich. Ich glaube, der Schrein ist echt nervig irgendwie. Ja, okay, kriegt sein Segenslicht, alles normal, da kann er nichts ändern tatsächlich. Dann geht's hier drüben weiter. Ist Russisch in TOTK die schnellste Sprache? Offensichtlich, weil hier geht's um jede Sekunde. Da wird ganz sicher auf nichts verzichtet. Da macht er weiter. Ich denke mal, er geht jetzt Er geht auf jeden Fall nach rechts, was mich schon mal ein bisschen wundert. Boah, das war stylisch. Das war sehr stylisch. Okay, er hat ein Flammenschild, das ist schlau. Nimmt er Donnerblumen mit? Ich denke mal, er nimmt Donnerblumen mit. Ist anscheinend sehr schlau. Wundert mich jetzt aber nur eine tatsächlich, okay. Ah, es wird Amiibo. Ich hasse Amiibo, ey, ne? Krass, da darf es echt ein bisschen Verzögerung geben, ne? Third try is the charm. Oh. Nope. Fourth? Okay, that's actually not bad. Okay, braucht Topaz, ne? Ja, er braucht einen Topaz. Das ist halt so unfair, ne? Also ich finde, Amiibos halt irgendwie machen den Run ein bisschen kaputt, finde ich fast schon. Wait, what? Was? Er dupt schon in der Luft. Digga, was? Warte mal kurz. Ich glaube, ich hab's verstanden. Digga, nein. Oh mein Gott. Wisst ihr, was er da gerade gemacht hat? Der hat diese Kapsel geschmissen, damit die unten... damit der unten das Konstrukt trifft, was einen dann anspricht und so, ey, hier stimmt die Batterie. Weil eigentlich kriegt man die Batterie ja freiwillig überreicht, sobald man den zweiten Schrein gemacht hat. Aber man kann es auch umgehen, indem man dieses Konstrukt da unten anspricht einfach. Bruder, was? Ach, dieses Stupen die ganze Zeit, ne? Das ist halt auch, alleine das ist so präzise, ne? Er fliegt halt direkt rüber zum Syntheseschrein, genau. Das ist einfach nur verrückt. Aber dass er Bombenblumen mitnimmt, finde ich sehr interessant tatsächlich. Oh, eine ist weggeflogen. Alter, aber guck mal auf seinen Blick, Achtung.
Der wusste genau, der Bre wusste genau, Alter. Wenn das Ding ein bisschen schief gegangen wäre, wäre die Bombe gerade explodiert und der Run wäre vorbei gewesen einfach. Junge, was ist da passiert? Das ist halt das Problem, wenn man mit Glitches arbeitet, ne? Aber warum macht er immer nur einen? Warum tut er immer nur einen? Ist das irgendwie zu risky, zu viel zu nehmen? Alright, at least it didn't blow up. Ja, genau, es ist nicht hochgegangen, Glück gehabt. And I didn't miss any of the dupes, so... Alter. You know, usually I miss one, have to do another dupe anyway. This one, I didn't miss them, but the bomb disappeared, so... Boah, ärgerlich. Okay, I'm only losing, like... Ich glaube, er merkt zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein neuer Weltrekord wird. Er merkt es gerade nicht, dass es ein Weltrekord wird, weil er anscheinend ein bisschen hinterher ist. So, er bekommt, wie gesagt, Synthese. Ah, lol. Warum hat er... Moment. Er hat das gedroppt, hat sie an... Ja, okay, gefused, da gibt's Sinn. Aber er hat sie richtig aufgesammelt. Also, what? Das verstehe ich jetzt nicht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Digga, es ist so krank. Es ist doch so krank einfach. Okay, das ist schlau auf jeden Fall, mit einer Bombe hinzuschießen, damit das Ding, ja, damit die Truhe einem direkt schon entgegenkommt und nicht erst langsam abbrennen muss. Das ist so geil. Okay. Was hat er hier gemacht? Er hat irgendwas. Was hat er denn gefused? Ich darf nicht skippen, Alter. Er hat wieder nochmal an. Ne, er hat noch nicht am Schild gefused. Okay, er ist an Schild gefused. Jetzt an Topas ans Schwert. Was ist er tuend? Was? War das gerade Suckling? Er hat irgendwie. Seht ihr den Bogen? Bruder, verarsch mich nicht. Nein, verarsch mich nicht. Wie broken ist dieses Spiel, bitte? Das ist Saggel anscheinend. Junge, der Bogen einfach all zwischen right, seinen Füßen. Dass du dich nochmal guckst, tut mir leid. Was war das denn gerade? Also, er tasert sich selbst, macht die Tür auf. Aber warum muss er sich dafür tasern? Ist das normal, oder? Alter, was? Ab dem Punkt war ich raus. Okay, hat anscheinend sein Schild gedupt, hat halt doppelten Bombensprung gemacht und dann halt... Alles klar, Junge. Alles klar. Sieht doch die ganze Zeit die Inputs. Achte mal auf die Inputs, ne? Auf hier unten sieht man ja, wie viele Tasten er gerade drückt. Das ist halt so koordiniert, Junge. Ich habe so Respekt davor. Der Typ ist einfach eine Maschine. Also einfach im Sinne von, wirklich, der ist einfach eine Maschine. Der funktioniert einfach wie ein Roboter. Mhm. Junge, was? Er hat sogar 5 Sekunden verloren. Das ist so krass. Er hat 5 Sekunden verloren seit dem letzten hier. Das ist so heftig. Also, oder? Das ist auf die Gesamtzeit bezogen, glaube ich. Ich glaube, es ist auf die Gesamtzeit bezogen, ja. Ich glaube, so funktioniert ein Speedrun-Timer. Alter. Er muss einfach Schaden nehmen. Das gehört dazu. Was hat er? Nee, what? Okay, das ist ein sehr präzises Setup. Bruder. Du weißt eigentlich immer, dass es in Speedruns abgefuckt wird, wenn irgendwas sehr, sehr präzise geplant wird. Wie man es hier gesehen hat. Guckt euch das an. Er richtet sich aus, schießt einmal, macht Sprung zur Seite, warum auch immer. Macht 2 Shield Parries, Shield Parried nochmal und macht einen Bombensprung. Und dann hat er den perfekten Winkel. Und dann macht er sehr lange so. Achtet mal auf die Karte auch. Er bewegt sich ziemlich schnell gerade. Warum ist halt voll krass? Er hat halt nur 2 Inputs die ganze Zeit. Er hat nur die ganze Zeit ZL gedrückt und macht die ganze Zeit ZR und Y abwechselnd. Und erstmal. Das einfach blind hinzukriegen. Oh mein Gott. Ja, er hat ordentlich Zeit gespart. Er merkt es gerade selbst. Warum zieht er einfach Headset ab? Warum zieht er einfach das Headset ab? Slightly off the beat the whole time. Like sometimes fast, sometimes slow. Ach, warte mal, hatte er vorher gar kein Headset aufgehabt? Hat er das zwischendrin erst aufgezogen? Lol. Der hat das zwischendrin erst aufgezogen. Wann denn überhaupt? Warte mal hier. Oh mein Gott. Ach so. Der hat das erst aufgezogen, weil er wahrscheinlich irgendeinen Rhythmus hört. Wahrscheinlich irgendein Beat oder sowas. Ein Metronom quasi, damit er den richtigen Rhythmus erwischt. Das ergibt Sinn. Also deswegen macht er die ganze Zeit die gleiche Wiederholung. Das ergibt Sinn. Oh, das ist krass. Das ist krass überhaupt, dass man das benutzen darf während dem Run. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber das ist schon sehr heftig. Ich hab's gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ist das krank? Ist das krank, ey? Junge, wer findet das denn raus? Okay, es wird wieder krank. Also, der ist viel, viel heftiger, der Run, als den, den wir uns damals angeguckt haben. Der hat sich so viel verbessert. Nein.
So mache ich den Ultra-Anschreien in Zukunft bitte auch, okay? Nochmal bitte kurz gucken, okay? Er trifft den perfekten. Er trifft ja eigentlich gar nichts mehr, wenn wir ehrlich sind. Also guckt euch das mal an. Er trifft ja eigentlich gar nicht mehr den Boden. Aber irgendwie halt schon anscheinend. Trifft den perfekten Winkel, um an zwei Wänden vorbeizukommen. Und auch gerade noch an der Wand vorbeizukommen. Aber auch genau in dem Winkel, dass er noch über die Wand kommt, ohne vorher an die Wand zu stoßen. Also über die Lücke kommt, ohne an die Wand zu stoßen. Alles klar, Digga. Da weißt du Bescheid, ne? Okay. Jetzt nur noch. Aber es ist halt entspannt. Jetzt ist er tatsächlich an einem Spot, wo er leichter zum Tempel der Zeit kommt wieder. Das ist deutlich entspannter. Weil vom Deckensprungstrein ist halt deutlich weiter weg. Diese Geduld, das zu perfektionieren. Ja, ich, wirklich, Jasmin, da hört bei mir auch echt das Verständnis ein bisschen auf. Allein dieses Rückwärtssliden, um dann noch auf den Gleiter drauf zu kommen, da, das ist. Warum sieht das so einfach aus? Ich glaube, das würde ultra lang dauern, das überhaupt erstmal hinzukriegen. Oder muss man dafür einen Glitch machen? Ich weiß gar nicht genau. Aber dieses durch die Luft gleiten ist halt so krank. Macht das überhaupt noch Spaß? Natürlich macht es keinen Spaß. Also, das Handnacht, also dieser Nervenkitzel, ob du halt den Weltrekord kriegst, macht wahrscheinlich Spaß. Aber das Zocken an sich, nein, das ist halt nur noch ein automatisierter Prozess. Das ist ja kein. Du hast ja kein Spaß dabei. Es sind wirklich nur Knöpfe drücken im richtigen Timing. Oh, er hat Fusion verkackt. Er hat dreimal Fusion verkackt. Er hat dreimal Fusion verkackt. Oh Gott, oh Gott. Da ist er noch Optimierungsbedarf, würde ich sagen. Weiß jemand, wie der Glitch heißt? Alles Glitch. Keine Ahnung, Digga. Ich finde gerade auch den Emote hier unten so geil. Das ist einfach irgendwie alle Thunderblights, kann das sein? Oder das ist ein kompletter BOTW-Speedrun in. Ich glaube, das ist der komplette BOTW-Speedrun in einem GIF einfach. Junge, wie geil ist das bitte? Okay, das ist smart tatsächlich, mit einem Bombensprung da kurz abzukürzen. Ja, okay, wer hätte gedacht, ne? Ja, das wird sogar ich hinkriegen tatsächlich. Das war jetzt nicht so kompliziert. Dann kurz dran vorbeispringen, die Tür versuchen aufzumachen, nur kurz, und dann wird nichts. Ja, genau. Ach, Leute, man kann sogar abbrechen. Ah, das wusste ich nicht. Man kann anscheinend mit B sogar abbrechen, muss es gar nicht versuchen. Das ist krass, das muss ich mir mal merken. Okay. Dann logisch natürlich, jetzt zum Syntheseschrein zurück. Muss man sich sogar porten, lohnt sich. Jetzt mit Bombensprung auch wieder abkürzen, wer hätte es gedacht. Und hier einfach ganz normal durchlaufen, außer natürlich noch ein Bombenschild mitnehmen. Lass mich raten, er wird Synthese wahrscheinlich. Er wird Zeitumkehr nicht einmal benutzen im ganzen Run. Gehe ich stark von aus. Also hier ist wahrscheinlich auf gar keinen Fall in dem Schrein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, okay, war klar. Ja, er sagelt wieder. Oder nicht sagelt, wie heißt es denn? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ehrlich gesagt, mit diesem Bogen durch die Luft springen. Aber vielleicht hängt das auch irgendwie mit Sagel zusammen. Ich weiß es nicht. Aber war klar, dass er das so machen wird. Er benutzt Zeitumkehr tatsächlich. Okay, das ist interessant. Ich hätte gedacht, er wird Ultrand benutzen, aber wenn das Timing halt genauso perfekt ist, dann kann man es auch so nutzen, natürlich. Russisches TOTK. Ja, Grant, anscheinend ist Russisch die schnellste Sprache für TOTK. Und das ist so messed up hier einfach. Eieiei. Oh, er hat. Digga, er hat 4 Sekunden verloren. Ich glaube echt wegen dem Fusen eben, ne? Ich glaube echt wegen dem Fusen. Habt ihr es gerade gesehen, die Karte? Achtet mal auf die Karte. Wie viele schwarze Stellen die Karte hat, Digga. Das geht dem Spiel einfach viel zu schnell. Eieiei. Okay. Er macht es gleich nochmal natürlich. Das ist, dieses Rückwärtsgleiten sieht so geil aus einfach, ne? Es ist halt auch so knapp, Digga. Aber ich frag mich, wieso er das immer machen muss. Wieso macht er das nicht da vorne von dem Schrein aus? Das verstehe ich noch nicht ganz. Just like. So, jetzt natürlich auch wieder rüberspringen. Scheiß auf Zeitumkehr, Alter. Niemand braucht Zeitumkehr. Das ist Trash. Digga. It's 13% thing. That's probably, so, muss die Tür aufmachen. Natürlich, hier kann er auch nichts optimieren. Wobei. Oh, wait, was kommt jetzt wieder? Ah, lol. Okay, anscheinend behält er das Tempo bei. Jetzt check ich das gerade, ne? Er macht den Gleiter rein. Ja. Jetzt achtet mal drauf, genau. Er landet genau auf der Spitze der Schnauze vom Gleiter, damit er ein bisschen steiler abspringt. Und wenn er dann diese Geschwindigkeit aufnimmt, so wie jetzt, kann er diesen Glitch machen, damit er sich quasi schneller bewegt als Sprinten anscheinend. Ich denke mal, das wird der Grund dafür sein. Clean. Sehr clean tatsächlich. So, hier kann man wieder nichts machen. Er geht wieder runter von der vergessenen Himmelsinsel. Warum ist sein Schild noch ganz? Das ist eine gute Frage, aber er hat ihn ja auch zweimal. Okay, jetzt dupt er wieder, das kennen wir alles, ne? Aber jetzt wird es auch wieder.
Übrigens, ne, in 10 Minuten ist der Run vorbei in etwa. Also in 3 Minuten oder in 2 Minuten wird er die Armee des Dämonenkönigs betreten. Und da kann man sich auch so fragen, wie machst du das bitte? Aber er macht das. Das stelle ich mir fast am kompliziertesten vor, wo ich dran zerbrechen würde. Ich weiß, viele von euch kennen ja auch, glaube ich, den Glitch aus, Digga, what? Was tust du da? Viele von euch kennen ja auch den Glitch aus aus Super Mario Odyssey noch, den Mooncave-Skip oder den Moonskip, dass man die Mondhülle skippt, indem man irgendwie auf der Sphinx-Statue eine Stampfattacke macht und dann zwei gezielt sehr präzise Wandsprünge setzt, damit man quasi die ganze Mondhülle skippen kann. Und das ist schon präzise. Da muss man echt schon auf die Wandmusterung achten, quasi mal genau der richtigen Stelle den Wandsprung zu setzen. Und man hat alle Zeit der Welt dafür. Aber das hier stelle ich mir richtig stressig vor, wie du die ganze Zeit gucken musst, dass der Gleiter den perfekten Winkel erwischt, weil es halt Open World ist. Alles ist 3D, du kannst jeden Winkel erwischen und musst diesen einen ganz präzisen Winkel treffen. Grant, wir hatten alle einen wunderbaren Tag. Aber ich zerbreche hier gerade ein bisschen dran und ich denke mir, was ist los mit den Menschen? Ich glaube, er springt nicht in den Abgrund von Schloss Hyrule, oder? Oder macht er das gerade? Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Er klippt doch, oder? Was macht er denn da? Warum macht er jetzt auf einmal das? Warum macht er auf einmal was anderes? Und sein Tupperstab ist gleich kaputt. Was? Atze, wo bist du? What? Das ist eine ganz andere Route als damals. Das ist echt verrückt. Achso, er klippt out of bounds. Okay, er klippt out of bounds. Das ist logisch. Ah, er ist jetzt quasi in der Wand drin, sehe ich das richtig? Das ist echt eine ganz andere Route als damals. Damals ist man noch in den Brunnen reingegangen und hat sich aus dem Brunnen durch den Untergrund rübergeglitscht, aber das ist wirklich ganz, ganz anders hier. Oh yeah, this one's pretty good. I think it's probably not a PB, because I... Or it would be pretty far off with my PB, I'd imagine. Guck mal, wie knapp das auch ist, ne? Wie knapp das auch ist. Actually, I don't remember my intro time. Aber auch interessant, dass das anscheinend die Stelle ist, wo die Armee des Dämonenkönigs anfängt. From PBE. What? Wie auch geil, wie jetzt die Musik anfängt einfach. Lol. Exactly. Hat sie gerade das Ragdollen gesehen? Digga. Exactly, but... Das ist so krank. Das ist so krank einfach. Das ist interessant. Das ist auch interessant, dass er einfach da vorne landet, weil das der erste Boden ist, quasi, der als Boden gewertet wird. Ah, sehr interessant. Sehr, sehr smart auch. Aber, ernst gemeinte Frage, könnte man nicht das auch mit dem Gleiter machen? Mit einem Gleiter würde das doch auch gehen, soweit ich weiß. Weil ein Gleiter zählt auch als Boden. Willkommen im Untergrund. Das verstehe ich immer noch nicht ganz, was er da tut mit dem Zeitumkehr-Ding. Das habe ich noch nie ganz verstanden, warum da immer Zeitumkehr gezogen wird. Kann mir das bitte jemand erklären? Er bekommt keinen Fallschaden da. Ja, das bekommt man, doch, den würde er auch, glaube ich, da bekommen, aber er hat es einfach halt gecancelt durch seinen Trick irgendwie. Alter, das ist halt auch die Sache, ne? Du musst halt auch perfekt den Winkel treffen jedes Mal. Ah, 30. That should have been a 29. But... Krank, Alter. Oh mein Gott, Junge. Interessant, wie bei Army noch sogar hier, Dings ist, ne? Bei Army ist noch das der Rhodonit als Symbol und nicht der Topaz. Obwohl es genau den gleichen Effekt hat, glaube ich. Also ich glaube, Topaz und Rhodonit geben sich genau gar nichts. Sie machen genau gleich viel Schaden. Ja. Aber er macht halt RNG mit den Amiibos. Deswegen kann halt beides passieren. Die benutzt man immer noch. Die Königshellebarde benutzt man immer noch. Mit Zeitumkehr fallen die Topaz sofort runter. Ah, lol! Okay, das ist aber auch... Ist ja noch mal gefährlicher, Alter. Da musst du noch mal niedriger werfen. Aber wie auch so einen Winkel trifft, ne? Wie auch so einen Winkel trifft, dass alle irgendwie gerade so sterben, aber er halt nicht um so einen Zentimeter einfach. Alter. Ist das World Record? Ja, natürlich ist das World Record. Alter. Ist das krank. Warum hat er echt viel Zeit gespart anscheinend, ne? Er hat ja echt ziemlich viel Zeit gespart. Digga. Junge, die werden so geopfert, Alter. Die werden ja mal so geopfert. Ja, 0,9 verloren leider. 0,9 Sekunden verloren. Ich denke, damit kann man trotzdem arbeiten. Ich denke, das ist okay. Okay. Ja, aber scheiß auf Roskaira, scheiß auf die anderen Bosse. Das wissen wir inzwischen alle. Das braucht man nicht. Interessant, dass es an Schild gefused hat. Verstehe ich nicht ganz. Okay, das kennen wir alle. Er sackelt einfach da schon. Er sackelt da schon? Das... Warum aber schon da? Macht man das eigentlich nicht erst später? Digga, das ist man. Kein Mensch blickt, was hier gerade abgeht, ne? Kein Mensch blickt, was hier gerade abgeht, wirklich. Ich glaube, er hat den Schild extra so gemacht, damit er ein bisschen höher springen kann bei einem Shield-Jump. Ich denke, das wird der Grund dafür sein.
Grant, die skippt man. Dass man die skippt, weiß man doch. Der Atze wird geskippt. Ah, der hat sogar noch die letzte Bombenblume. Lol. Aber was hat er noch im Inventar? Er hat noch ein Schild, der fast kaputt ist. Das finde ich interessant, dass das Exalfos-Horn noch besitzt. Ich weiß nicht ganz wofür. Und auch zwei Topas anscheinend für Puffer, damit man quasi einen kleinen Fehler sich erlauben kann. Okay, krass. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Ihr selbst da das noch machen muss, Junge. Aber. Okay, krass. Das ist. Mich wundert, dass sich das lohnt, ehrlich gesagt. Dass sich das Setup hierfür lohnt, ne? Dass sich extra mit der Bombe hier hinstellt. Er könnte auch einfach durchlaufen. Aber es lohnt sich anscheinend so zu machen. Ist wohl ein Ticken schneller als Sprinten. Aber auch mutig halt, ne? Weil hier kann halt viel mehr schief gehen, auf jeden Fall. Okay, und jetzt kommt G-Dorf. Aber halt mit gedupten. Er muss sogar ausweichen, das ist interessant. Auch egal, wie einfach die Lanze kaputt ist, ne? Wie einfach nicht richtig angezeigt wird. Jetzt aber schon. Weil sie, wie gesagt, nicht gedupt ist, sondern geslottet ist. Suave. Suavemente. Auch geil, wie die Frostgeira-Musik einfach weiterläuft. Immer noch? Ne, jetzt hier nicht mehr. Hier läuft tatsächlich die ganz normale Ganondorf-Musik. Aber Junge, das habe ich nicht ganz verstanden. Warum werden die genau so oft gedupt, dass es mit dem letzten Schlag ausreicht, Ganon zu besiegen? Hat das einen Grund? Kann man nicht weiter dupen? Dass man ihn theoretisch direkt one-hittet oder geht das nicht? Okay, aber hier kämpfen wir es im Prinzip. Der Ganon-Fight ist halt echt relativ unspektakulär, muss man sagen, weil er einfach einmal Flurry rushen muss. Also basically, lauf auf ihn zu, lass ihn angreifen. Genau, oder greif halt direkt an, damit er angreift. Flurry Rush dann nochmal, zack, und du hast gewonnen. Also, das war halt einfach der Ganon-Fight. War es einfach. Und dann skippst du schnell. Ja, boah. Ordentlich. Aber jetzt spart er halt nochmal irgendwie einiges an Zeit. Oder? Wobei, es geht sogar. Ja, so krank. Er hat immer 7 Sekunden da rausgeholt aus dem Map-Kapitel. Junge, krank, Alter. Dann crasht das Game. Okay, das ist heftig. Das ist genauso ausreicht, ne? Dass es dupen genauso, oder dass das Item aufeinander klonen genauso ausreicht, dass es genau für einen Flurry Rush okay ist. Dieses lange Laden ist so nervig, ne? Junge, wie scuffed das schon wieder aussieht. Link, was tust du da? Jetzt zieht das Master Schwert und die Gardehellebarde gleichzeitig aus Zeldas Kopf. Entspannt. RAM-Überlastung, ja, entspannt. Wie dumm das aussieht. So nervig, dass man das nicht skippen kann, ne? Interesting. You know, in my head, the reason I've been getting back schön. Demon Dragon times. Einfach schön, then Junge. Execution, but I wonder. Wait, fused like, jetzt? Could be, you know, variable load. Boah, ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt das Exalfos-Horn hier ranfused, damit es ein bisschen mehr Schaden macht nochmal. Das könnte ich mir vorstellen. I'd have to look at it, I guess. Die Meisterhellebarde des legendären Helden, genau das ist so. Not too much you can do. Alter. Ja, okay. Aber wie gesagt, das ist auch immer relativ langweilig, hier kannst du nicht so viel machen. Zelda fliegt automatisch und, ach, er hat ja kein Parasegel, stimmt ja, das macht's wieder interessant. Wobei man, wie gesagt, auf dem Schwarzdrachen landen kann, das ist alles kein Problem. Das kann man auch bis heute nicht abkürzen, ne? Das kann man bis heute nicht abkürzen, das ist sehr interessant irgendwie. Ah, man muss ja gar nicht... Oh, scuffed. Well, I have killed the run. Was hat er gemacht? Doch, er dupte mal ans Master Schwert dran mit Fuse. Aber er macht tatsächlich. Das ist interessant. Das habe ich mich ja gefragt, ob man inzwischen abkürzen kann. Und man kann anscheinend mittlerweile abkürzen. Er lässt sich von Zelda kurz auffangen. Danke, Zelda, für deinen Service. I definitely got myself with that one. Jesus. Ist schon krass cinematischer, wenn das Master Schwert erst beim Final Boss gezogen wird. Ja, ist schon safe, aber sollst du ja eigentlich nicht machen, ne? Ich find's aber interessant, dass du das Game mit dem Master Schwert durchspielen musst. Also, du hast gar keine andere Wahl. Das finde ich sehr cool. Krass, okay, es ist inzwischen doch sehr optimiert. Weil damals sah das noch nicht so flawless aus, muss man sagen. Und das finde ich halt das Interessante. Eigentlich hat der Run sich ja, glaube ich, seit wir damals darauf reagiert haben, um gerade mal 5 Minuten gebessert oder so. Aber da ist halt so viel Neues dabei. Also, es hat sich ja komplett gewandelt einfach. Aber ich glaube, viel mehr ist nicht drin. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch so viel geskippt wird, weil GSI-Skip wird nicht machbar sein. Man muss die Schreine nach wie vor machen. Und eigentlich wird ja schon direkt zu Ganon gegangen. Also, wird ja
kaum Zeit verschwendet. Deswegen ist es eigentlich echt nicht wirklich möglich, weil halt zwei Drittel des Runs oder, ja, sagen wir mal, drei Viertel des Runs einfach komplett auf der Himmelsinsel stattfindet. Das macht es halt schwierig. Aber wo steckt da jetzt der Plan hinter gerade, was er tut? Lässt er sich von Zelda auffangen oder landet er auf dem, er landet auf dem Schwarzdrachen, oder? Ich glaube, er landet perfekt auf dem, nee, landet er nicht tatsächlich. Jetzt landet er auf dem Schwarzdrachen, auf dem Horn, boah. Boah! Oder das zu navigieren, ne? 404. Rip. Huh? No, I think we're good. Unless I landed. I think we're good. Junge, er macht gerade den Weltrekord, das entspannt ihn einfach so. It's gonna be really close. Die ist mir andauernd vor die Fresse geflogen. Soll sie ja auch. Zelda soll dich ja auch auffangen. Unter 40 wird noch möglich, aber unter 35 bräuchten wir einen Ultra-Glitch-Slash-Bug. Ja, es wird spannend, Alter. Aber lass dich mal wieder was Neues einfallen. Das Game ist noch kein Jahr raus und es sieht jetzt schon so aus, wie es ausschaut. Also bitte. Ah, es kommt ja noch was, ne? Es kommen ja noch 50 Sekunden. Denn wir wissen alle. Warte. Just split early. Einfach jetzt schon splitten, einfach jetzt schon Run beenden. That's actually huge brain. Yes. Huge brain play. Genau, Grant. Erst wenn Zelda gefangen wird. Das ist das Thumbnail tatsächlich davon, von dem Video. Wie sich so die Hände greifen. Finde ich auch schön. Das Game startet quasi damit, dass du Zelda nicht fangen kannst und es endet genau damit, wie du sie auffängst. Ich finde das halt so nice. That he did. Aber nicht, wenn ich auf ihm landen will. Ja, dann ist ein Problem auf jeden Fall. Aber da kannst du halt gar nichts mehr machen. Also da ist halt wirklich der Run einfach vorbei ab dem Punkt. Aber warum? Er wartet hier immer noch. Ah ne, man muss noch mal drücken. Man muss ja noch mal drücken. Stimmt, ja. Ich finde es schön, dass die Speedrun-Community sich darauf geeinigt hat, dass genau dann gestoppt wird, wenn sie sich wirklich greifen. Weil ich meine, der Button-Input ist ja schon vorher zu Ende. Eine Sekunde, theoretisch, ne? Also wenn man sich genau anguckt, theoretisch ist der Button-Input, ja, Moment. Also das letzte Mal, dass er eine Taste drücken muss, ist genau jetzt. Oder? Irre ich mich? Er hat jetzt das losgelassen auf jeden Fall, weil ich meine, diese letzte Sequenz, wo die Kamera nochmal rangezoomt ist, da muss er ja gar nichts mehr drücken. Aber trotzdem hat man sich darauf geeinigt, okay, der Run ist erst zu Ende, wenn sie sich wirklich greifen. Das ist irgendwie ganz süß. Ohne Scheiß, gerade dieses Ende ist so emotional einfach, ich finde es so schön. Selbst wenn er alle Cutscenes gibt. 40 Minuten, Digga. Das ist echt zu krank. Das ist echt zu heftig. Ja, that was good enough. War gut genug, Junge. Er ist auch so stoisch, geht er da ran. Wie es ihn einfach gar nicht juckt, ne? So, neuer Run. So, war aber gut genug. Ja, sehr schön. Nice. Nett, nett. Morgen machen wir weiter, ne? Das ist auch die Sache, der hört ja jetzt nicht auf. Der macht ja einfach weiter. So, der veröffentlicht ja weiter seine ganz normalen Runs. Wie gesagt, der macht hauptsächlich eigentlich Runs zu diesem Spiel. Ja, alles Former World Record. So, das ist jetzt mal was Neues einfallen irgendwie. All Clear Speedrun. Müssen wir auch erstmal angucken irgendwann, ne? Das ist auch so krank, Alter. In einer Stunde 16 alle Grioks. Wie bitte? Das ist halt so interessant eigentlich, ne? And that's only a couple of seconds. Eieiei. Eieiei, ich höre die Ömmel schon wieder und ich sehe sie auch in meiner Cam da hinten. Why are you awake? Komm, ja, wir sind fertig. Aber hast du sogar mitgeguckt jetzt die meiste Zeit, ne? What up, MG? Nein? Nein. But yeah, thank you for all the GGs. Du musst auch GG sagen. Ja, GG. GG, hat er gut gemacht. Danke, Player 5. Er ist echt krass.